Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Mining Construction Economy. Ja, wie man sieht, einige unserer Fahrzeuge stehen hier in unserer Garage drin. Ja, ich habe hier drüben die Tieflader, die Parkplätze alle eingefahren und vergeben. Und hier drüben unsere LKWs, die sind auch alle untergestellt worden. Also sprich, die haben auch schon alle einen Parkplatz zugewiesen bekommen, was hier drüben steht. Wir hatten ja die drei kleineren Kipper hier von. Na, dann unsere zwei Mercedes hier mit Auflieger und nochmal die anderen, was waren das für welche, die anderen Volvo. Die wir uns als letztes gekauft hatten, hier hinten ist der mit den Autolot für die Felsen, unser Tankwagen und hier dazwischen fehlt der Wasserwagen, der fährt natürlich, ne, das sind so seine Runden. Es wären noch von der einen oder anderen LKW, wären schon noch Plätze frei. Vielleicht kaufen wir auch noch welche, vielleicht brauchen wir auch gleich welche, ich weiß es noch nicht, mal gucken, ne. Ja, ein Tieflader hier vorne ist fast alles voll. Ne? Die Parkplätze sind alles vergeben. Wenn wir mal hier anschalten. Die sind alle erstmal soweit eingefahren. Die funktionieren. Was ich noch nicht gemacht habe, ist dann hier hinten weiter die Parkplätze. Mal gucken. Ich wollte da hinten eigentlich die Dumper hinstellen. Die passen da ganz gut drunter. Ne? Obwohl ja der Dumper eigentlich ja gegenüber dem Trecker schon ganz schön groß ist. Oder größer ist. Deutlich größer ist. Ne? Aber trotzdem, die würden hier hinten reinpassen. Ja, die anderen Fahrzeuge erstmal da vorne hingestellt, den Kran und den, ja, den mit dem Schiebeschild und der vom Boden aufnehmen kann. Da mal gucken, wie wir das hier weiter gestalten. Ne? Denn eine richtig schöne Halle, wo ich sonst auch so einen großen Bagger reinkriegen würde, ja, die habe ich einfach nicht gefunden. Ne? Das ist, man denkt zwar, die Halle ist groß, ne? Aber der Bagger ist dann meistens größer, ne? Bei dem, was ich so ausprobiert habe. Ja, aber wenn wir oben gucken, ja, Lithium-Ausgang fast voll. Ne? Das heißt, wir müssen Paletten fahren bei Lithium. Irgendwohin, vielleicht auch verkaufen. Wir müssten mal gucken, wie viele Hackschnitzel noch drin sind, ob wir da noch welche uns noch welche machen müssen. Ja, und ansonsten ist eigentlich so der nächste Plan hier hinten die Asphaltindustrie in Betrieb zu nehmen. Asphaltindustrie und Steinindustrie fehlt hier noch, oder beziehungsweise die Ziegelsteinindustrie so rum, oder Ziegelsteinproduktion. Bloß, da müsste man jetzt ja eigentlich bloß Ton schürfen und dergleichen. Ich meine, hier brauchen wir schon noch Asphalt, ist schon noch ein bisschen anspruchsvoller, also wir brauchen mehr Materialien als Input. Ne? Ja, und dann heißt es ja eigentlich, die Sachen hier oben rein tun. Ne? Weil das muss oben rein, da ist oben ein Trigger. Ich weiß nicht, ob man den sieht, wenn ich hier hochgehe. Naja, doch, sieht man, erkennt man eigentlich. Hier oben ist der Trigger, wo es eingefüllt werden muss. Ne? Ich habe es auf einem anderen Testspiel schon einfach mal probiert, weil ich nicht wusste, wie man das am besten machen können. Es gibt ja hier dieses Förderband. Ne? Funktioniert aber leider nicht. Das Förderband, es hat auch in Volumen, steht das hier jetzt? Nee, das steht hier leider nicht da. Okay. Das ist wie die anderen, die Steinzerkleinerer hier oder die mobilen Zerkleinerer, sage ich mal. Aber das Förderband lädt einfach nicht aus, ne? Er haut mir das durch den Trigger durch. Entweder wird das nicht richtig erkannt oder ist nicht hoch genug, keine Ahnung. Ja, dann habe ich natürlich geguckt, wie wir es machen können. Ich denke mal, wenn wir hier ein bisschen was von den Erdwall hier wegnehmen. Müssen wir uns ganz einfach eine Rampe da vorstellen. Ne? Wir müssen zwar unseren Kurs ein bisschen ändern, auch den Belieferkurs hier von der Kalkproduktion. Wenn wir mal hier die Linie anschalten, also das müssen wir uns schon ein bisschen ändern. Wir müssen natürlich einen Plan machen, wir müssen relativ weit rückwärts hier ranfahren. Es geht, denke ich mal. Weil eigentlich habe ich bloß eine Chance, dass ich hier vorne wende und von hier aus rückwärts ranfahre. Ne? Ja, und ganz rechts ist ja dann der Trigger eigentlich, wo Gummi reinkommt hier. Der rechte ist der für ein Gummi. Den kriegt man natürlich in Big Packs. Ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir die dann mit der Radlader, also mit dem Teleskoplader oder mit irgendwas oder mit irgendjemanden oder mit unserem Trecker, der vorne dann ja diese so eine Gabel dran kriegt, wo ich zwei Big Packs aufnehmen kann. Mal sehen, ob wir das so reinkriegen. Ne? Aber ich denke mal, wir planieren uns ja erstmal ein bisschen den Weg. Und gucken mal, dass wir ja Rampen doch vorstellen. Dann müssen wir uns hier ein bisschen Kurs einfahren. So dass wir Stück für Stück natürlich erstmal anliefern können. Ne? Beziehungsweise, naja, den Kurs können wir ja auch ein bisschen verändern noch.
Ja, hier links ist, das kriegt man auch entsprechend hin. So, gucken wir mal, dass wir hier erstmal was hingebaut kriegen, beziehungsweise müssten wir erstmal Terraform machen. So, hier Landschaftsbau. Denn, beziehungsweise falsch gedrückt. Wo waren die jetzt? Unter Tools, ne? Wir werden die hohe Rampe nehmen müssen, weil wir sonst ganz einfach nicht hoch genug kommen, ne? So, wenn ich die jetzt hier platzieren will auf der linken Seite, dann hebt es die schon aus, ne? Also hier müssen wir ein bisschen was entfernen, sodass wir unten auf der Ebene bleiben, ne? Und jetzt weiß ich nicht, ob wir bloß 4 Stück platzieren. Oder ob wir die 5 ja auch machen. Weil die Rampen, das passt eigentlich ganz gut, wenn ich mir das so angucke hier. Wenn wir die ordentlich ausrichten, das passt von der Breite her eigentlich schon nicht schlecht, ne? Dann hätten wir auch noch genug Platz, hoffe ich mal, um hier vorbeizufahren. Aber wir müssen eben, wie gesagt, wenn wir die hier hinsetzen wollen, dann müssen wir hier was von der Wall wegnehmen. Ne? Und das werden wir jetzt erstmal tun. Weil es gibt, glaube ich, auch noch ein Förderband, was auch ein Autolot hat, glaube ich, oder wo ich davor abkippen könnte. Ich glaube, sowas gibt es auch noch, ne? Aber habe ich erstmal so jetzt nicht weiter in Betracht gezogen, denn ich dachte, das ist halt vielleicht nicht verkehrt, wenn wir hier ein bisschen was wegnehmen. Vorne glaube ich ein bisschen mehr. Weiß nicht, wie fern wir jetzt hier rum müssen. Klar kostet das Terraforming auch Geld, alles richtig, aber das sollte glaube ich nicht das Thema sein. Ich glaube, das müsste schon reichen. So, platzieren wir uns mal die Rampen. So, die müssen wir natürlich jetzt vernünftig ausrichten. Weil wir könnten die natürlich auch ein bisschen schräg setzen. Ne? Das ist alles richtig, ne? Dass wir es auch leichter hätten mit Randfahren. Aber dann sieht es natürlich dann irgendwie komisch aus. Also wir müssen die eigentlich schon mehr oder weniger perfekt nebeneinander bauen, damit es einigermaßen ein Bild ergibt, ne? Viel interessanter wäre eigentlich, ob wir hier stimmig mit dem Winkel sind, ne? Aber das sollte passen. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Denn wir müssen erstmal relativ weit ran. Würde ich meinen. Müssen dann erstmal ausschalten V, ne? Genau. So, also ein Stück. Dann bauen wir hier noch ein Stück daneben. Und die sollten wir jetzt nach Möglichkeit so nebeneinander setzen. Ich glaube, ich hätte Rasterplatzierungen anmachen sollen. Es ist jetzt auch zu spät. Die ersten zwei sitzen schon. Aber da hätte ich auch nicht nach dem Winkel gucken müssen. Ne? Ja, irgendwas ist immer. Aber nah genug dran sollte man sein. Hier will ich ein Stück ran. Weil die könnten auch ineinander ein Stück stehen. Das wäre auch nicht das Problem. So, und dann noch eine daneben. Ja, ich mache das besser mit der Maus. Mit dem Controller ist das doch zu. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier gebaut haben. Aber ich denke mal, das passt von der Höhe ganz gut. So dass wir dann mit den LKW hoffentlich rückwärts abkippen könnten. Aber das. Ich denke mal, das sieht nicht schlecht aus. Also hier steht auch bloß dran Riversand, ne? Also wir brauchen hier keinen Flusssand. Wir brauchen hier, wenn wir mal schauen, in der Produktion gereinigten Flusssand. Ne? Da steht gereinigter Flusssand. Nur Flusssand ist es leider nicht. Ne? Aber wir haben ja unsere Anlage gebaut. Ne? Da muss halt noch welche hergestellt werden. So, jetzt muss natürlich erstmal hier Strecke eingefahren werden. Aber vielleicht doch nicht ganz so viel wegnehmen müssen hier. Ne? Naja, ist egal. So, erstmal müssen wir hier erstmal tun wir hier ändern.
Das rückwärts hier können wir lassen. Das stört uns eigentlich nicht, aber das hier löschen wir auf jeden Fall raus. Weil das müssen wir abändern. Weil das können wir ja nicht so lassen. Dann würden ja die LKW hier über die Kante drüber fahren. Ich glaube, den und den nehmen wir noch weg. Und dann gucken wir mal, ob wir hier was bisschen. Warum kann ich jetzt hier nicht eine Kurve ziehen? Ich denke mal, so sollte er vorbeikommen, oder? Weil wenn er ein bisschen. Er muss auch relativ weit rüber, ne, dass er eben auch entsprechend gerade zieht, wenn er dort abholt. Ne? Deshalb war das vorher auch schon so weit rüber gezogen, aber das sollte gehen. So, dann braucht man natürlich noch entsprechend hier Strecke, dass er wieder wegfahren kann. Wenn nicht, können wir hier auch noch jeden zweiten Punkt rauslöschen, dass er, na gut, müssen wir erstmal sehen, wie schnell er dann fährt. Hier müssen wir natürlich relativ spät weg, ne? Ach so, das macht er natürlich nicht. Hier setzen wir mal einen Punkt, damit wir eine Flucht haben. So sollte das machbar sein, dass er nicht so unbedingt über die Ecke drüber heizt. Ich meine, wenn hier natürlich ein LKW steht, das könnte sein, dass nicht ausreicht. Gut, müssen wir dann schauen. So, und dann müssen wir uns natürlich entsprechend Strecke einfahren, um hier einigermaßen vernünftig ranzufahren. Also sprich rückwärts. Was ist denn das zweite, was wir brauchen? Das zweite ist Steinpulver. Ich weiß gar nicht, ob wir das Steinpulver auch mit einem Crusher herstellen können. Ob wir den Punkt dann hier so entsprechend lassen oder ob wir den nochmal einen zusätzlich oben setzen, das müssen wir noch uns überlegen. Wir brauchen jetzt Rückwärtsstrecke. Jetzt habe ich kurz überlegen müssen, was wir machen. So, hier fahren wir erstmal runter. Schon leicht schräg, würde ich sagen. So, dass wir überhaupt eine Chance haben, hier rumzukommen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich denke mal, das müsste aber gehen. Und wir müssen relativ weit, ne? Ich meine, er muss ganz schön rückwärts rangieren dann, aber das ist nun mal so. Das können wir nicht ändern. So, hier brauchen wir noch zwei Punkte. Das wird hier das Stück rückwärts. So, dann müssen wir natürlich hier irgendwie drauf kommen, ne? Weil wir werden es nicht schaffen, ordentlich gerade zu ziehen. Und jetzt können wir eigentlich nur hier rum. Wir überschneiden hier unsere blaue Linie und fahren hier so rum rein. Das sollte es theoretisch gehen, hoffe ich mal. Dass er da genügend ausholen kann.
Dadurch, dass wir die blaue Linie überschneiden, selbst wenn wir mit einem Off-Flieger fahren, müsste der eigentlich ganz schön gerade stehen. Ne? Aber das ist natürlich ein bisschen dann. Also definitiv funktioniert es nicht, dass wir beide Produktionen gleichzeitig beliefern. Ne? Wie das wird, wenn wir hier ausgekippt haben, ob wir dann entsprechend wieder wegfahren können, das wird sich zeigen. Es kann auch passieren, es funktioniert überhaupt nicht. Ne? Das ist nämlich gut möglich. Deshalb werden wir jetzt hier erstmal. Nur noch eine Strecke hier mit einfahren. Nicht, dass wir hier großen Streckensalat bauen oder was weiß ich. So, das verbinden wir hier. Dann muss der ja eigentlich auch wieder irgendwo fortfahren. Dann würde er hier rausfahren und dann würde ich nämlich sagen, schicken wir ihn hier einfach weg. Es kann definitiv hier nur einer anliefern, ne? Das ist alles ein bisschen. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie wir das sonst anders lösen könnten. Weil der wird ganz schön lange brauchen, hier rückwärts zu schieben. Weil wenn ich ihn bloß hierher fahren lasse. Meine klar nehmen mir die Kipper. Ne? Wenn wir so hier ranfahren lassen und dann rückwärts. Ah, das wird schwierig. Das kann ich mir schwierig vorstellen. Also das kann ich mir vorstellen, dass das schwierig werden könnte. So, hinten sind wir. So, wir werden dann noch einen Punkt setzen dort immer. Ne? Den werden wir uns aber erstmal erstellen. So, und zwar tun wir einfach mal einen Punkt erstellen. Ich habe da jetzt auch zweimal gedrückt. Habe ich jetzt mehrere Punkte erstellt? Na klar, waren zwei. Hatte ich jetzt etwa noch an? Nee. Ach, kann sein, weil ich rückwärts gefahren bin, ne? Na gut. Wie gesagt, einen Punkt erstellen wir uns. Und. Das nennen wir einfach Asphalt und gereinigter Flusssand. Ne? Also müssen wir zuschreiben, dass es anliefern ist. Ne, eigentlich wissen wir das. Ich meine, so viele Trigger haben wir dann nicht in der Asphaltindustrie. So, und dann nehmen wir ihn einfach. Packen ins den hier noch hier vorne hin. So müssen wir gucken, wie fern dann unser Fahrer anhält. Weil mit denen könnten wir dann noch ein bisschen variieren. Ne? Aber erstmal müssen wir jetzt probieren, ob der ganze Fall funktioniert hier. Ne? Das ist ja so mehr oder weniger. Das größte Problem. Jetzt dachte ich, komme hier problemlos hin. Genau, wir werden die hier nehmen. Die erscheinen mir von der Höhe her.
wenn die nach hinten abkippen, immer noch am geeignetsten. Ja, wenn ich die mal hier nebeneinander stelle. Sieht man, dass der hier eindeutig höher ist, ne? Ist so mein Empfinden jedenfalls. So, gucken wir mal, dass wir uns Flusssand organisieren, gereinigten. Dass wir das wenigstens hier mal ausprobieren. Linien lassen wir mal an. Meine Kapazität 28.000 ist jetzt nicht so mit dem Dumper dahin fahren. Ja, ist natürlich definitiv hoch genug, der Dumper, ne? Also brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Machen wir das jetzt hier ganz einfach. Können wir natürlich machen. Wir wählen mal hier die einfache Variante. Und sagen abholen, abliefern. Beladen der Flusssandfabrik. Ach, die ganzen Parkplätze habe ich noch gar nicht verschoben. Gibt keine Flusssandfabrik, doch hier. Ich würde sagen, das muss der Trigger sein. Und dann soll er mal ausladen, asphaltgereinigten Flusssand. Ladegut können wir einstellen, müssten wir aber eigentlich nicht. Weil er sowieso durch Förderband beladen wird, ne? Oder wir müssten ganz und gar zwei Förderbänder herstellen und hier hinten so einrichten, dass wir immer einen denselben Entladepunkt haben. Ne? Für den gereinigten Fluss, entweder aus der Industrie oder aus den Crushern. Oh, reicht das ja, oder? Fahr mal hier das Teil aus. Oh ja, er wird knapp. Nehmen wir noch ein Stück rüber hier. Aber hier einmal Autoload an. Und da läuft der ganze Fall. Ich weiß nicht, wie viel hier liegt. Mal gucken. Aber wir werden jetzt erstmal hier eine Runde mitfahren. Wenn er nicht eingeschlafen ist. Nee, geht. Um zu gucken, ob er abgibt. Auf jeden Fall ist schon mal ein gutes erfindetes Ziel. Also wir haben erstmal nichts verkehrt gemacht. Ob er ankommt, ist die andere Seite. Weil die LKW können schon relativ eng die ganze Sache fahren. Oder wir müssen den Erdwall komplett wegnehmen und fahren von der linken Seite her an, um dort rückwärts reinzufahren. Oh, Lithium ist ganz voll. Wir könnten natürlich bei Lithium mal eins machen. Wir stellen das einfach mal auslagern. Hier stellen wir hier einfach um auf Auslagern. Kommen Paletten raus. Können wir uns dann gleich angucken. War in dem Moment, wo oben die Meldung weg ist. Das ist ein Fortbraucher Hackschnitzel, ne? So, gucken wir mal, wenn hier rumfährt. Meine sehen wir schon. Ja, gut, klar. Der bräuchte den Wenderadius nicht so groß. Der bräuchte natürlich deutlich weniger Platz und gerade die könnte man wirklich fast vorne lösen. Die andere Variante wäre natürlich alles umzubauen, die Fabrik so um anzufahren. Da habe ich auch ein Problem hier drüben. Wo das Kohlepulver rein muss. Komme ich da nicht richtig ran an den Trigger.
Ich hoffe mal, er schiebt aber ganz schön von der Linie runter. Oh, hoffentlich kommt er nicht neben der Rampe. Es ist ein bisschen grenzwertig. Und nun? Jo, er kippt nicht ab. Das funktioniert nicht. So wie ich mir das dachte. Ich würde sagen, der ist zu klein. Nee, hier hinten kommt der Trigger. Wir sind einfach erstmal nicht weit genug hinten. Aber der ganze Fall passt noch nicht so richtig. Das passt noch nicht so richtig. Erstmal sind wir zu weit rechts. Wir müssen noch weiter links rüber. Wir schieben das mal einfach hier alles ein Stück weiter rüber. Nicht zu weit. Ohne das können wir schon so lassen. Nur, dass er ein Stück weiter rüber zieht. Und dann müssen wir den Punkt hier hinten total auf der Kante setzen. Ne? Wir können nicht über die Kante hinaus, der fällt er runter. So, gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert oder ob es besser geht. Wir müssen ihn natürlich auch hier vorne wieder einsetzen, sonst schnallt er das nicht. Oh, wir haben ja wieder rumgetrödelt. Folge jetzt ja schon mal gleich rum. Vielleicht sollten wir sogar hier noch einen Punkt zusätzlich dazwischen machen, sehe ich ja gerade. Aber gut. Mal gucken. Mich interessiert ja auch, ob er wieder wegkommt. Ne? Aber dazu muss er erstmal auskippen. Ja, an der Stelle ist eben ein zweiter LKW kontraproduktiv, ne? Ja, er ist erstmal deutlich nicht so an der Kante, also das geht schon. Er kommt doch schön gerade, das passt schon. Und jetzt kippt er auch aus. Dachtste. Er funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja, er schiebt sich aus dem Trigger raus, ne? Wenn er hier hinten seinen Triggerbereich ankippt. Das Problem hat man ja schon mal, ne? Da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich habe auch schon eine Idee. Nur dummerweise schaffen wir das jetzt nicht mehr in der Folge. Ja, er steht drin, ne? Aber er wird sich einfach, er müsste einfach ein Stück weiter hinter oder irgendwie anders. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Also Folge für heute ist natürlich erstmal rum, leider. Ne? Aber ich denke mal, ich werde gleich die nächste aufnehmen für einen Sonntag.
Hatte ich zwar gedacht, dass wir was anderes machen, dass wir das hier fertig kriegen. Aber wir werden hier nochmal umbauen. Aber das gucken wir uns wirklich am Sonntag an. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich denke mal, das passt schon. Und ja, da werden wir hier nochmal umbauen. Ich habe noch eine andere Idee, wie wir es lösen können. Und ich denke mal, das werden wir auch hinkriegen. Also ich sage mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir am Sonntag hier 12 Uhr weiter. Bis dahin. Tschüss.